Was kommt jetzt nach diesem Pseudo-Deal vom Freitag? Das ist die große Frage und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, in der neuen Woche. Warum ist es ein Pseudo-Deal? Weil es vielleicht eher eine mündliche Absichtserklärung ist als ein Deal. Ein Deal ist ein Vertrag, könnte man sagen. Ein Vertrag ist etwas Schriftliches. Ein schriftlicher Vertrag ist nachvollziehbar, ist überprüfbar. Hier haben wir es mit reinen Absichtserklärungen zu tun. Ja, wir werden mehr Landwirtschaftsprodukte kaufen. Ja, wir werden das tun, aber nichts ist in schriftlicher Form jetzt, hat Robert Lighthizer, der Handelsbeauftragte der USA, gesagt. Ja, also vor Mitte Januar, auch Cutlow ähnlich, vor Mitte Januar, da wird in Sachen Text da nichts zur Verfügung stehen in Sachen schriftlicher Vereinbarung. Ich vermute, dass wir niemals eine schriftliche Vereinbarung haben, sondern dass das Ganze jetzt schlichtweg so weitergeht, dass das Ganze am Freitag ein PR-Gag war von Donald Trump und nicht mehr, denn man hat doch gesehen, dass letztendlich A, die Delegationen sich ewig lang nicht getroffen haben, B, offenkundig so ziemlich alles nach wie vor offen ist. Es ist wirklich etwas Merkwürdiges, was da passiert ist. Offenkundig wollte Trump jetzt vor Weihnachten dieses Thema erstmal vom Tisch räumen. Seltsam, wie wenig Trump diese ganze Geschichte feiert. Als größten Deal aller Zeiten hätte man ja vermuten können. Da hält er sich aber schwer zurück. Die Reaktionen in den USA sind relativ enttäuscht, weil man sagt, ja, was ändert sich denn? JP Morgan Stanley hat in einer Analyse nochmal gesagt, ja, wir glauben nicht, dass hier das Vertrauen der Wirtschaft jetzt wieder zurückkehrt, denn die Zölle bestehen ja nach wie vor. Es besteht nach wie vor die Drohung, dass die Zölle wieder erhoben werden, dass die jetzt ausgesetzten Zölle wieder eingeführt werden. Also es ändert eigentlich nichts. Ein paar Landwirtschaftskäufe, das ist das, was sich vielleicht ändert. Das werden wir sehen. Hier sehen wir, wie es mit diesen Landwirtschaftskäufen aussieht. Robert Lighthizer hat gesagt, ja, es könnten über die nächsten 2 Jahre jetzt 40 Milliarden an US-Landwirtschaftskäufen sein. Das wäre dann hier auf dem Niveau. Wir waren jetzt zuletzt um und bei 10 Milliarden in 2019. Wenn wir uns das mal anschauen, dann sehen wir, es sind zur Hälfte etwa Sojabohnen. Der Rest sind andere US-Produkte. Also es ist letztendlich lächerlich. Die Trump-Administration wollte ja eine schriftliche Erklärung der Chinesen, dass sie 50 Milliarden pro Jahr kaufen. Jetzt hat Lighthizer gesagt, ja, etwa verdoppeln vom derzeitigen Niveau, das heißt 20 Milliarden pro Jahr und das auf 2 Jahre wären 40 in 2 statt 50 in einem Jahr. Wenn das der große Deal ist, dann ist das natürlich eine andere Geschichte. Mithin wird es also jetzt wieder sich hinziehen. Wir werden dann im Januar hören, ja, es gibt Differenzen, die Chinesen wollen das nicht bei der schriftlichen Formulierung und so weiter. Das ist jetzt schon vorauszuahnen. Das ist also jetzt nicht gerade ein Kunstwerk. Robert Lighthizer hat dann noch gesagt, ja, wir werden sehen, was mit diesem Agreement passiert, je nachdem, ob die Hardliner sich durchsetzen in China oder eben die Reformer. Also er ist sich auch nicht ganz sicher und er sagt, alle Probleme werden damit sicherlich nicht gelöst. Nichts wird damit gelöst, um es mal konkret zu formulieren. Gleichwohl, die Aktienmärkte in Feierstimmung, die haben richtig Party gemacht. Hier sehen wir Global Liquidity. Die ist in den letzten Wochen nochmal deutlich nach oben gegangen, über 76 Billionen Dollar. So jetzt aktuell der Stand. Und wir sehen, dass hier vor allem die Aktienmärkte nochmal 3,7 Billionen an Marktkapitalisierung hinzugewonnen haben. 2 Billionen stammen alleine von Aramco, diesem saudischen IPO. Das ist ein leicht überbewertetes, um es vorsichtig zu formulieren, aber wir sehen, dass hier jetzt die gesamte Marktkapitalisierung der Märkte 98% des weltweiten BIPs entspricht. Das ist nicht wenig. Wir haben heute dann noch Zahlen gesehen aus China. Relativ anständig, muss man sagen. Die Einzelhandelsumsätze besser als erwartet mit 8,0%. Wir haben hier auch die Industrieproduktion besser mit 6,2%, eigentlich 5,0 erwartet. Nur die New Home Prices so schwach wie seit Februar 2018 nicht mehr gewachsen. Also die Immobilienmärkte nicht mehr so richtig im Fieber sozusagen in China. Wir sehen hier den Vergleich zwischen China und den USA im Macro Surprise Index. Wir sehen, dass China hier deutlich nach oben zeigt, während die USA, die am Freitag ja schwache Einzelhandelsumsätze hatten, deutlich nach unten zeigen. Und wir haben bei der FED Interessantes zu melden. Die FED ist besorgt, dass jetzt zum Jahresende nochmal ein Cash Crunch am Repo-Markt stattfindet. Deswegen pumpt man mindestens 120 Milliarden jetzt in den Repo-Markt pro Tag bis Jahresende oder bis Anfang
Januar, 3., 1. ist es sozusagen jetzt erstmal hier projiziert. Also da gibt man richtig Gas, das ist unglaublich. Man wird dadurch die Bilanzsumme wahrscheinlich auf ein neues Allzeithoch bringen. Und das, wo man doch eigentlich auf Autopilot gehen wollte. Und heute noch wichtig, die Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland und der Eurozone. Hier sehen wir den deutschen Einkaufsmanager-Index aus November, knapp über 44. Wir sehen hier diesen Abwärtstrend. Ist der jetzt gebrochen nach oben heute? Nochmal eine leichte Steigerung erwartet, da werden die Aktienmärkte drauf gucken. Ist dieses Narrativ gültig, dass eben jetzt die Konjunktur sich erholt, die Industrie stabilisiert sich auf niedrigstem Niveau? Wie das weitergeht, werden wir sehen. Schauen wir uns die Charts an. Was wir hier sehen, das ist der S&P 500. Wenig Reaktion eigentlich auf den Deal, als dann diese Pressekonferenz der Chinesen bestätigte, ja, wir haben einen Deal, naja, wir haben eine mündliche Absprache, so könnte man eher formulieren. Aktuell sind wir bei 3.182. Die chinesischen Aktienmärkte, die sind nicht so begeistert, sind leicht im Minus, auch der Nikkei leicht im Minus, gleichwohl die US-Futures wieder etwas höher. Wir sehen hier den Dow Jones knapp unter der 28.200er Marke. Heute wird Boeing ein Problem, nachdem das Unternehmen wohl verkünden wird, dass man die Produktion des 737 Max verringert oder sogar ganz einstellt, weil eben die Genehmigungen für das Wiederabheben dieses Flugzeugtyps sich auf sich warten lassen, wahrscheinlich sehr lange auf sich warten lassen werden in 2020. Wir sehen den Nasdaq bei 8.524 und den DAX, der reinkommen würde, die Charts von Capital.com, meine Damen und Herren, bei 13.348. Was macht Euro-Dollar? 1,11. 37 möglicherweise jetzt die Chance für die Gemeinschaftswährung gegen den Dollar aufzuwerten, so ziemlich alles gegen den Dollar aufzuwerten, auch Gold 1476 und das amerikanische Crude Oil bei $59,76. Also ein Pseudo-Deal, wie lange wird es dauern, bis den Marktteilnehmern dann auch klar ist, es ändert sich gar nichts, es ist praktisch nur ein reiner Fake, eine reine Blende, eine Inszenierung von Donald Trump, die sogar noch schlecht gelungen ist, deswegen feiert er sie nicht einmal groß. Wir sehen relativ wenig Enthusiasmus in den USA. Setzen jetzt Gewinnmitnahmen ein? Frage. Oder kommt es jetzt zu dieser saisonal sehr günstigen Situation zwischen Mitte Dezember und Jahresende? Wir werden sehen. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Start in diesen Montag. Bis dann, Servus und Ciao.